Willkommen zurück zu The Child of Light. Ich werde mich jetzt nicht weiter auf dieses Kenntnis aufregen. Es war schlimm genug, es immer zu durchleben. Und oh, guck mal. Können wir mal direkt. Okoli? Wie mache ich hier mal ein Wasser rein? Und er kann ja zaubern. Und die Angriffe. Beziehungsweise dann können wir ihn noch schneller machen. Wo haben wir den? Achso, bei Dunkelheit, klar. Ach, wir haben nur den kleinen. Wir müssten drei zusammenfügen, aber die haben wir ja noch nicht. Okay, pass auf, wir kämpfen gegen das. Gegen das große Monster. Das feurige Monster. Und gegen ihn wäre Blitz gut gewesen, gegen den anderen Adler da. Oder was auch immer. Hieb alle, Zeit genug haben wir. Wenn es Wasser ist, könnte es fast schon resistent dagegen sein. Monsun hat nur einen Stern, Blitz hat zwei, Lauffeuer hat auch nur einen. Okay, mit Finden müssen wir noch ein bisschen länger üben. Zeig mal da unten. Wasserresistent, ich hab's befürchtet. Der oben ist verwundbar durch Wasser, aber es bringt alles nicht so viel. Nein, nicht Finn, nur... Nein, nicht auf Finn. Nicht auf Finn, nicht auf Finn, nicht auf Finn, nicht auf Finn. Nicht auf... Okay. Das war auch doof, aber... So kann ich wenigstens angreifen. Und... Und... Zeig mal. Drei und sechs. Boah, Finn, Alter. Vogel, du, übertreib's nicht. Du machst mich ja noch ganz schwach. Wo haben wir's denn? Wir können... Kuriert Status leiden. Da. Hau rein. Und da bewegt sich wieder. Juhu. Ich hoffe, ich hab's, bewusst... Beziehungsweise aktiv geheilt. Ach nee, das stimmt, geht ja nicht. Haben wir nur Sternenlicht. Über Holz. Ja! Und dann wird er kuriert. Beziehungsweise aufgehalten. Dann kann ich einen Blitzschlag hinterher setzen. Und feuerfrei. 111. Das mag vielleicht nicht stark gewesen sein, aber pass mal auf den Blitzschlag auf. Weil Finn, der hat es irgendwie faustdick hinter den Ohren, ey. Zeig mal her den Schaden. Derzeit sammle ich mal ein bisschen. Und? Nice. Alter, ich glaube, den müssen wir noch mehr auf Magie trimmen. Kannst ja Statuswerte so in etwa wählen. Naja, indirekt durch die Fähigkeiten. Und geschliffener Saphir. Niemand ist aufgestiegen. Das ist ja merkwürdig. Merkwürdig. Was haben wir hier? Ungeschliffene Rubine. Zwei Stück. Hier geht's auch hoch. Es gibt zwei Wege nach oben. Den hier und den anderen rechts. Guck mal, hier sind... Simpel. Nee, Zipfel? Wie hießen die? Ich weiß es nicht. Der Zirkus war hier mit Tamtam und Gebimmel. Ich sehe es. Was ließen sie zurück? Hier oben im Himmel. Oh, guck mal, da hinten ist wer. Rubella. Komm, dann fliegen wir mal. Renn mal schnell hin. Freund. Was ist los? Bist du ein... Der Kumpel von Rubella? Das sieht ja lustig aus. Trauriger Narr, was ist los? Warum weinst du bloß? Um das verlorene Licht. Den ewigen Schrecken. Die leeren Räume, die die Toten bedecken. Das leere Volk, in dem die Lebenden stecken. Das Ende des Zirkus lässt mich verrecken. Um den alten Mann, der kaum mehr kann gehen. Das junge Kind, das noch nicht richtig kann stehen. Um euch und um mich. Darum weine ich. Siehst du diesen Unrat da drüben nicht? Entlassen hat der Zirkus mich. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum. Weil sie mich nicht lustig fanden, darum. Meine Schwester zu holen, hatte ich gedacht. Stattdessen fällt mein Vorhang in dieser Nacht. Jetzt pass auf. Und ein trauriger Clown wird zu einem lustigen Clown. Halt, Tristes, ich bin hier. Rubella? Sehen meine Augen richtig? Triss, komm, vergiss den Zirkus. Aber für unsere Träume ist er wichtig.
Ich als gefeierter Komödiant und du als Lemurias beste Stimme. Die kleine Dame hier, Aurora, führte mich auf ein großes Abenteuer. Mal ehrlich, als Narren sind wir nicht so gut. Aber als Krieger verkaufen wir uns. Teuer? Igniculus, willst du einen Einspruch erheben? Wir schlagen das Dunkel. Mit unserer Akrobatik, Gelenkigkeit und heilenden Kraft wird es ruckzuck abgestrafft. Nun denn, Aurora, du kannst auf uns zählen. Nice, neues Gruppenmitglied Tristes. Und der Decade einfach nur. Tristes hat sich der Gruppe angeschlossen. Nee, ein trauriger Komödiantenclown. Aber was soll jetzt nicht. Rubella in Not, Aufgabe erfüllt. Ja! Wie als Samariter in der Dunkelheit eigentlich unterwegs. Tragödie. Komm, da schauen wir doch mal direkt nach. Was kann er denn? Was ist er für einer? Schutz. Unaufhaltsam. Er ist nochmal Schutz. Ein anvisierter Verbündeter erleidet 20% weniger körperlichen und magischen Schaden. Okay. Er ist anscheinend was wie ein Tank, würde ich meinen. Verlängert die Dauer jedes Zaubers um 2 Runden. Oh! Und Überrumpelung. Oh, sehr nice. Da muss ich gleich hier unten das lang ziehen. Was ist das hier? Langzauber. Überrumpelung. Komm, dann gehen wir mal direkt drauf. Überrumpelung ist stark, das hätte ich schon gesehen. Überrumpelung alle, da gehen wir direkt hin. Da gibt es gar kein Wenn und Aber. Welche Stufe ist er eigentlich? Wo haben wir ihn? 26, er hat so wenig Fähigkeiten. Boah, oh, guck mal die Verteidigung, Alter. 186. Okay, ihre Schwester hat genauso viel, circa. 43, vergleich mal mit meiner Person. Ausweichen ist sehr schön. Magie ist ein bisschen sehr schlecht. Stärke, ja gut. Magieresistenz und Verteidigung, da ist er sehr hoch. Muss mal nächsten Kampf mal ausprobieren. Beziehungsweise, warte mal. Neues Gruppenmitglied erfordert natürlich ein kleines bisschen Zuwand. Wir könnten hier Wasser geben oder erstmal. Ja, geben wir erstmal Tempo. Hier geben wir haben bestimmt einen großen roten. Feuerwiderstand, den wollte ich gar nicht. Ich dachte Lebenspunkte. Erhöht die Chance auszuweichen um 10. Wenn die verteidigt. Ach so. Müssen wir verteidigen. Verringert körperlichen Schaden, können wir nehmen. Er ist eh schon so ein taffer Typ. Erhöht die Chance, die Kreatur zurückzuwerfen, auch nicht schlecht. Und mehr Lebenspunkte. 8 ist wenig. Erhöht die Magie um 2, auch wenig. Erhöht magischen Schaden, ist nicht so geil. Das ist gut. Ausweichen. So. Jetzt haben wir ihn hier in der vermeintlichen Nebenstraße gefunden. Spiel hat gespeichert. Ah, guck mal. Wimpel hießen die Zapfendinger da, genau. Komm, ich Nikolus ras mal ein bisschen. Hier ist nichts hinter, okay. Wollten wir gerade mit ihm suchen. Ja, siehst du, hätten wir jetzt nicht alles abgesucht, dann wären wir den normalen Weg hoch. Dann hätten wir die Stelle hier gar nicht gefunden. Was wir nur betreten können durch diesen kleinen Gang. Oh, warte mal. Hier geht's ja auch noch weiter. Bald sage ich meinen Freunden Adieu. Du willst uns wirklich verlassen? Was mit der Dame, dem Himmel, der Tiefe und der Höhe? Zum Vater zurück, ich doch will. Spreche ich mal für sie. Ach, guck mal, müssen wir die Tür aufmachen. Nimm mich an. Yo. Boah, die Stacheln überall. Welches ist der Weg? Da unten führt der Weg hin. Okay. Da kommt man doch über 2 Wege dahin. Ich habe mich vertan. Ich gucke mir trotzdem nochmal an, ob er... Nein, die Pflanze hatten wir schon. Okay. Was haben wir denn noch für Aufgaben? Nur noch die eine, die Handelsquest. Das kann ich... werde ich das machen? Will ich das machen? Frage ist ja nicht, ob ich es kann, sondern ob ich es will. Sieht so aus, als könnte man... Nee, sah nur so aus, okay. Ob ich das mit dem freien Handel will, ist die Frage.
Immer wieder so viel. Aua, 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 aua. Das wollte ich nicht. Hier geht's wieder lang? Ist das der richtige Weg? Das sieht aus wie ein Tempel. Ja, das könnte richtig sein. Okay. Dann suchen wir erstmal den anderen Weg ab. Den Geist, den lassen wir mal auch kurz in Ruhe. Wieso schwach sind wir? Aua! Diese Zaunzacken. Die vermögen es, mir weh zu tun. Und den Weg? Ging es hier auch hoch? Ich glaube, den untersuche ich noch und dann geht's nach oben. Je nachdem, was war da? Ah, guck an, guck an, guck an. Verteidigungssternstaub. Feennektar, dreimal. Und Verteidigungssternstaub. Das gehen wir mal direkt, komm, hier, alles auf Aurora rauf. Kleine schwache Dame muss gestärkt werden. Was haben wir da? Ein geschliffener Smaragd. Ja! So, jetzt lass mal... Ne, es war Tatsache alles hier, okay. Dann geht's nach oben, wir machen noch einen Kampf, denke ich mal. Und in der nächsten Folge... Au! Au, voll die Hämmer ins Gesicht gerammt. Das tat nicht... Dude! Das tut schon beim Hinsehen weh. Wenn ich mir die Zacken da so ansehe. Wie ich die arme Aurora da reinschieße. Lass mal sehen. Ach nee, wir können ihn da einwechseln, genau. Zack. Dann mal sehen, was er für Fähigkeiten hat. Finn können wir austauschen. Ist eh ein bisschen kaputt gerade. Oder warte mal, nee, ist er nicht. Wer ist schnell, wer ist schnell, wer ist schnell, der Bogenschütze. Handeln. Wir lassen ihn einmal angreifen. Mit dem. Ich hoffe natürlich, er schafft's. Und hieb alle. Aurora wird sie aufhalten. Und dann kann Finn zaubern. Ja, es klappt. Mit seiner ihrer Wasserattacke. Ausgewichen. Aber er... Yes, er schafft's noch. Na dann, Finn. Warte mal, heilen? Muss ich hier? Genau. Bin ein paar Mal gegengeflogen, leider. Wow! Unterbrochen. Aber keiner ist, schwach dagegen. Gegen seine Attacke. Ach, guck mal, da unten haben wir gerade aktiviert. Sammeln wir mal ein bisschen Lebenspunkt da ein. Juhu! Und Macht für unseren. Nein, er wirft den ganzen Stein! Au! Und wir sind dagegen so klein. Au! Blitzschlag lang, Blitzschlag alle. Wirken wir mal und. Der kann ja noch angreifen da oben. Warte, verteidigen. Komm, greife Aurora an. Machst du ja sonst auch immer. Ja, 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 Aurora. Nein, nein! Der Einzige, der nicht angreift. Wie mies, wie gemein. Das darf doch nicht sein. Das ist doch ein böses... Nee, komm, wir wechseln jetzt mal auf. Wo haben wir ihn? Tristes, da. Komm, rauf damit. Was kann Tristes denn? Handeln, Überrumpelung und ultimativer Schutz. Dann können wir ihn auswählen, ja, okay. Und er hat dann nur Überrumpelung gelernt bisher. Na gut. Gehen wir auf den Geist, der ist noch relativ fit im Schritt. Hieb alle. Jetzt mal, wo ist denn Igniculus da? Tschum, tschum. Ich sehe nämlich Böses kommen mit ihm da hinten. Und Feuer frei. Und Bams. Wie viel Schaden? 44. Na, okay, der ist eher mehr der schützende Typ. Nein, er überholt uns. Nein, 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 nein. Nein, obwohl sie noch in der Verteidigungsstellung war. Narf. Darn. Darn. Glaube ich, kann gleich wieder rauswechseln. Als Charakter ist Rubella ein bisschen besser, weil sie auch weiter gelevelt ist unter anderem. Naja, gut. Handeln. Der Geist ist immer noch dran. Ah, riskieren wir es? Ja, komm, hau rauf da. Pass auf, jetzt trifft's Aurora. Nee, glücklicherweise nicht. Tristes, ja, tut mir leid, aber... Ich werde dich von deiner Last befreien. Rubella, komm her! Rubella, ich rufe dich! Hast gut gemacht, Tristes. Komm zurück in deinen Pokéball. Überrumpelung, alle. Feuer frei. Und überholt noch Aurora. Wow, schnell! Ob es vielleicht sowas wie Team-Buffs gibt? Wenn ich jetzt... Rubella zusammen mit Tristes kämpfen lasse. Wäre unter anderem gut, aber ich glaube es nicht, sonst hätten sie es an irgendeiner Stelle schon mal erwähnt. Vermute ich zumindest. Aber ob es so ist, wie hoch war der kritische Treffer gerade bei dem Baum?
noch gar nicht so genau hinzusehen. Überrumpelung, Heilung, Schutz vor Leid, Wiederbelebung, Verteidigen. Ne, brauchen wir nicht. Hier, Überrumpelung kurz bei dem Feuerviech. Feuerresistent. Au. Sie hat das falsche Beigrad. 47. Wie viel Schaden habe ich gemacht im Vergleich? Au. Nicht so toll. Okay, wir machen mal. Tristes Robert Noah. Nee, Finn. Wir brauchen einen Zauberer gegen diesen Holzbrocken. Und er macht direkt... ich hoffe mal, ich werde nicht angegriffen. Hier, warte. Blitzschlag, der war gut. Greif nicht Finn an. Nicht Finn. Na? Er fokussiert nur. Juhu. Glück gehabt. Nein, er greift doch an. Doch nicht. Und ich dachte gerade, mit mir ist vorbei. Das ist Geschichte. Los, Finn. Wozu haben wir dich eingewechselt? Zeig, was du kannst. Und weg ist er. Wow. Über 200 Schaden. Wer mag dies nicht gern sehen? Einige anderen würden jetzt gerne blähen. Oh Mann. Manche fallen mir aber auch doof ein. Und weg mit dir. Nein, das noch nicht. Okay, schade. Du hast keine Ahnung was. Du hast, glaube ich, Blitz noch im Stab drin. Wenn ich mich nicht täusche. Und? Aber es reicht. 37. Oh, mein Spruch. So, mal gucken, ob Tristis gleich mal aufsteigt. Er muss ja aufholen. Nee, aber Nora. 8, 1, 2, 5, 5 und ein Fähigkeitenpunkt. Rubella. 8, 2, 5, 5 und ein Fähigkeitenpunkt. Ein ungeschliffenes Smaragd gefunden. Wir haben, glaube ich, jetzt 3 Stück, mit denen wir es wählen können. Wo ist der Most? Da unten. Konterheilung. Bietet eine Chance, Lebenspunkt zu heilen. 30%. Achso, steht überall drin. Wir wollen aber nochmal genau da unten auf heilen gehen. Und bei Nora. Ein Nullen. Ja, komm, gehen wir mal dahin. Hey. Hey, Schlummerlicht. Bist du ein Geist? Ich bin viel und warm. Bist du noch ganz dicht? Welch traurige Geschichte. In die finsterer Nacht nur ein kleines Licht. Das bringt mich zum Weinen. Ach du liebe Zeit. Ein sehr lustiger Clown, wie wir ja bei uns haben. Aber erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einer neuen Folge von The Shade of Light. Mal sehen, vielleicht entpuppt sich ja der Tristes noch als ein sehr starkes Gruppenmitglied. Wir werden sehen, was es uns noch bringt. Ich danke fürs Zusehen und wartet auf mich. Tschüss.